Wir machen uns auf nach Köln, denn heute spielen unter anderem Strong und Life of Agony. Also, dranbleiben lohnt sich. Wir sehen uns nach dem Intro. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Ich bin jetzt gerade in Köln angekommen, hier am Karlsberg Victoria. Das muss ja irgendwo sein. Schaut euch das mal an. Riesiges Industriegebiet hier. Da in die Richtung geht's. Da hinten, also echt ein krasser Komplex, aber ich glaube, da sieht schon so ein bisschen eine Subkultur aus mit den ganzen Postern. Schauen wir mal, was da so abgeht. Was kann ich euch über die Band sagen, die heute hier spielen werden? Die erste Band tatsächlich sagt mir gar nichts, kann ich nicht so sagen, lass uns überraschen. Prong sind Prong, gehen immer ultra geil, gerade das neue Album, ein Meisterwerk. Dann der Headliner, Life of Agony, geiles Album, River Runs Red, ich glaube der Klassiker, mit der neuen Platte tatsächlich, Scars, feiere ich ultra ab. Solltet ihr abchecken, falls ihr beide Alben noch nicht kanntet. Und ja, zur Frontfrau Mina muss ich tatsächlich ein paar Worte verlieren, weil die Gute seit der Pandemie in eine Richtung abgedriftet ist, was man sehr, sehr deutlich auch auf ihrem Instagram-Kanal sieht, wo ich mir denke, puh, das geht auf keine Kuhhaut. Gerade in der letzten Zeit die Anti-Israel- oder auch Anti-Ukraine-Posts. Also sorry, das ist arg beschämend. Und dass diese Frau, ehrlich gesagt, dass da keiner die mal drauf anspricht, wundert mich. Ich habe verschiedene Anfragen geschickt in ihr Umfeld oder auch an sie persönlich, damit man mal darüber spricht. Sie ist nicht drauf eingegangen, es kam keine Rückmeldung. Würde ich an ihrer Stelle auch nicht raten, weil verbal vorgeführt zu werden, was sie denn da eigentlich für einen Scheiß postet, kann natürlich immer unangenehm werden, wenn man sich dann ja mit jemandem drauf einlässt, der ein bisschen reflektierter und auch Fakten vorbringen kann, anstatt diese Joe Rogan Podcast-Kacke, die da halt leider kommt. Ja, ich bin mal gespannt. Jetzt warten wir ja noch ein bisschen und gehen dann gleich rein in die Halle. Da vor Ort leider Gottes die Musik in der Halle sehr laut war, gibt es hier meine Stimme aus und auf. Zu dem Thema Merch, ich muss sagen, die Auswahl, die war riesig. Am meisten hatten Tara Hu dabei. Ja, die Preise, die seht ihr ja hier. Life of Agony, ja, die hatten so ein paar Shirts dabei und Longsleeves, hat mich jetzt nicht so optisch abgeholt, aber dafür die Sachen von Prong umso mehr, die gerade zwei Tour-Shirts dabei haben. Also, wer die Band live sehen will, holt euch definitiv ein Tour-Shirt, die sehen auf jeden Fall sehr, sehr stylisch aus. Und was ich besonders feiere, ist, dass ihr das aktuelle Album auf Vinyl und CD signiert für 35 die LP und für 20 Euro als CD vor Ort kaufen könnt. Anfang machten Tara Hu, die Band sagte mir gar nichts, ich habe mich mit denen auch 0,0 beschäftigt und was soll ich sagen, live haben die mich auch gar nicht berührt, weder abgeholt oder sonstiges, das plätscherte wirklich nur vor sich hin, 30 Minuten lang. Schreibt mir mal eure Meinung zu der Band in die Kommentare, falls ihr die hört oder kennt, ich konnte mit denen echt nichts anfangen, nichtsdestotrotz hören wir noch mal hier kurz rein. Anschluss ging es dann weiter mit Prong, welche stolze 60 Minuten spielten. Alle möglichen Hits wurden natürlich gezockt, was mich freute. Auch einige Tracks von der aktuellen Platte, State of Emergency. Ich bin nach der Show nochmal zum Merching gegangen, habe mir die Platte geholt, die signierte Version, weil ey, ich finde das neue Album so derbe geil.
und live die Songs Oh My God So. Und natürlich sind die mit einem Klassiker gestartet, Test. This is only a test. Oh, mega geiler Song. Und echt, die 60 Minuten, die gingen so schnell um. Jason Christopher ist wieder zurück am Bass. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, also wenn ihr die Chance habt, Pronk nochmal irgendwie live zu erleben, macht es. Die Band ist so tight live. Da hören wir auch nochmal kurz rein. Zu guter Letzt der Headliner, Life of Agony mit River Runs Red, ist ein super geiles Album, ich habe es hier auf Platte, es hat schon echt Kultstatus, aber ja, was soll man sagen, Mina Caputo, die ist echt in Ungnade gefallen, was da in letzter Zeit kommt oder auch aktuell auf Tour, was sie da teilt. Sie ist einfach, ehrlich gesagt, nur lost, eine Propagandaschiene nach der anderen. Hinter allen möglichen steckt eine Verschwörung. Und ganz ehrlich, diese Anti-Israel, Anti-Ukraine-Post, ey, vollkommen deplatziert. Und was soll ich sagen? Sie kam am Anfang in einem Rollstuhl auf die Bühne, weil sie irgendwas am Ischias hatte. Ganz ehrlich, ich habe mit ihr 0,0 Empathie. Wer halt auch Empathieloses in den sozialen Medien von sich gibt, muss damit leider rechnen. Ich bin auch mal gespannt, wann sie jemand mal aktuell drauf anspricht. Wie gesagt, ich habe es mehrmals versucht mit einer Interviewanfrage. Es wurde ignoriert, habe keine Rückmeldung erhalten oder, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ja, nichtsdestotrotz hören wir auch noch mal hier rein. Ich hoffe, dieser kleine Konzert-Vlog hat euch gefallen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, schaut ihr euch dieses Band-Package nochmal jetzt live im November, Dezember an. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ja, das soll es auch heute hier gewesen sein. Lasst mir zum Abschluss noch einen Daumen nach oben da, sowie sehr, sehr gerne ein Abo. Wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder. In dem Sinne, gehabt euch wohl und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of music.